Herzlich willkommen zurück zu Folge 14 meines State of Decay 2 Projektes. Wir sind hier auf einer kleinen Werbetafel in der Nähe der Fernfahrerkneipe Rusty Rosies, die wir jetzt als Basis beanspruchen möchten. Marsh juckt es schon. Er will loslegen. Hier ist die Autowerkstatt. Warum höre ich denn so viele Geräusche? Ist da so viel Bambule drin? Hier ist der Eingang, kommt man von den Parkplätzen. Da ist auf jeden Fall einer. Oh, ich habe natürlich auch wieder den Fehler gemacht, dass das für euch wieder so ganz hervorragend zu erkennen ist. Weil ich wieder mitten in der Nacht unterwegs bin. Da ist die Gamma wieder hoch. If you ever end up over in Trumbull, feel free to stop by. Tschüss, Alexis. Locked up. That was loud. Solange sie einzeln kommen, finde ich das eigentlich ganz freundlich von ihnen. Sehr entgegenkommen. Well, here's a place that has some potential. So, jetzt ist das Fenster offen. Die Toilette. Sehr vertrauenserweckend. Na gut, was will man erwarten in der Zombie-Apokalypse? Geht's euch gut? Zu viel getrunken, wa? Sie liegen auf dem Boden. Und insbesondere diejenigen, die auf dem Bauch liegen, sind sehr gefährlich, weil die sich schnell nach oben stemmen können, um euch dann noch einen zu verpassen. Erstmal den etwas übergewichtigen im Hintergrund, dann nehmen wir ihn noch. Ich muss aber vorsichtig sein, ich verschwende hier Bolzen. Und Bolzen werden im Material hergestellt. Ich versuch's mal ohne. Und darf auch gleich dafür bezahlen. Und nochmal. Ja. Wenn man aus Erfahrung nicht klug wird, dann muss man dafür bezahlen. Ja, ja. No more deadheads here. 300 Einfluss haben wir dafür bekommen. Hervorragend. Wie viel haben wir denn? 1300. Deshalb hervorragend, weil wir, bevor wir los sind, etwas über 1000 hatten. Was genau reicht, um diese Basis zu beanspruchen. Und jetzt nochmal 300. Und das heißt, wir können auch noch gleich einen Außenposten claimen. Deshalb sagte ich hervorragend. Und wir haben in der letzten Folge den Netzwerkverstärker freigeschaltet. Ach so, hier. Rusty Rosies. Rusty Rosies Roadkill Restaurant bildet eine krasse Bikerküche, aber die angrenzende Autowerkstatt Salvage Beast könnte der wahre Star der Show sein. 14 Slots insgesamt, wovon halt 4 für die Parkflächen draufgehen. Salvage Beast, Gastraum zerlegbar. Gucken wir uns gleich an. Wir beanspruchen das jetzt erstmal. Jetzt teleportieren alle anderen Charaktere auf magische Weise hierher. Das zweite Auto ist auch hier. Wer es nicht glaubt, bitte sehr, da steht es.
Oh, sehr schöne Quest. Die würde ich auch gerne erledigen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Basis. Eine offene Welt. Nach dem Tutorial kannst du dich entscheiden, wie du spielen möchtest. Es gibt regelmäßig zufällige Missionen, doch ob du sie annimmst oder nicht, liegt ganz allein bei dir. Zerstöre Seuchenherzen, um die Karte zurückzuerobern und in der Story der Kampagne voranzuschreiten. Stark. Ja, das werden wir auch tun. So, beseitige Infektionsherde, um Moral zu verbessern. Ja, das können wir demnächst angehen. Und Krankenstation bauen auch. Das gehen wir in der Tat sofort an. Die Krankenstation ziehen wir hier hoch, ist eines der essentiellen Gebäude. Dann gibt es hier jetzt Kommandozentrale, hatte ich auch schon erwähnt. Behält den Level und den Mod, den sie hat. Wir haben immer noch zwei Außenposten. Draußen gibt es den Benzinbank-Tank-Wachturm. Das ist da. Dort stehen die Leute Wache. Und der Wachturm kostet auch eins. Deshalb ist der Munitionsaußenposten tatsächlich gar nicht so schlecht. Dann die blau umrandeten Facilities, Anlagen, die kann man nicht abreißen, aber die hier, auch noch so leicht bläulich unterlegt, die Bikerküche, die ist kaputt. Und die müssten wir reparieren, aber ich möchte jetzt als erstes dann doch hier diesen Gasträume zerlegen. Das gibt uns jeweils nochmal 5 Materialien. Wir haben jetzt noch 2 Arbeitskraft, die können wir nutzen, um die Bikerküche zu reparieren. Und jetzt auf 0 Arbeitskraft. So, ich warte die 2 auch ab, bevor wir wechseln und dann diese Prepper-Quest nebenbei machen, denn die Basis können wir nebenbei aufbauen. Diese Clio-Vorratslieferung hier blockiert uns einen großen Slot, was sehr ärgerlich ist, kann aber mit 7 Arbeitskraft, die wir nicht haben, weil wir nur 4 Personen sind, oder einer Person mit der Computerspezialisierung Programmierung, wo wir unsere Coley hinbringen möchten, zerlegen, sodass wir da was anderes hinsetzen können. Auch das Salvage Beast kann man abreißen, möchte ich jetzt aber noch nicht machen. Als erstes haben wir jetzt 2 Betten zu wenig, deshalb baue ich fürs erste tatsächlich erstmal überdachte Betten hier hin. Wir bauen dann hier die Werkstatt und jetzt können wir uns auf den Weg machen, um diese Prepper-Quest zu erledigen. Captain Baker muss die machen. Das heißt, du kriegst wieder eine normale Wumme. Und wir wechseln auf Baker. You want something done right? Huh. Gehe zum Haus von... Ach, du ahnst es nicht. Ja, das ist ja schön weit entfernt. Da ist auch noch gleich ein... Na gut, dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Es gibt ja eher diverse Infektionsherde. Klassische Armbrust diesmal, den Mollys ausreichend, das könnte hakelig werden. Immer nochmal Schmerzmittel und Energy Drinks. Wir haben, das war gerade die Meldung, wir haben aktuell 29 Materialien, aber unser Materialienlager gibt uns nur 25, weil wir aber gerade umgezogen sind.
sind die Rohstoffe temporär geschützt. So, wir haben wieder 4 Arbeitskraft. Was wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall die Krankenstation aufwerten, um neben der passiven Heilung auch die Verletzungsheilung wieder zu ermöglichen. Ich möchte auch die Werkstatt aufwerten, würde aber auch gerne eine Lounge bauen, aber die Lounge haben wir noch nicht. Die Möglichkeit, weil ich noch nicht weiß, ob ich Salvage Beast nutzen müsste. Salvage Beast hat den Vorteil, dass wir für sehr wenig Geld, sobald wir jemanden mit Autoreparatur haben, sehr viele Toolkits herstellen können. Ihr seht es hier schon, ein Toolkit kostet 100, drei Toolkits 200. Und wenn jemand Autoreparatur hat, dann sinkt das nochmal um 33, sodass wir da einen schönen Rabatt bekommen. Und das würde ich eigentlich noch ganz gerne nutzen. Und uns fehlen eh die Materialien für die Lounge aktuell, sodass wir dass es überhaupt nicht notwendig ist, diesbezüglich was zu unternehmen. Wie sieht es überhaupt aus? Minus 3 Putrag, minus 2 bei den Medikamenten. Okay. Gehe zum Haus von Tank Joyce. Okay, machen wir. Back soon, so no monkey business. Ach, da können wir auch noch ein bisschen was transferieren. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich das nur einen Charakter gemacht, der noch Ansehen braucht. Habe ich aber nicht. Also bin ich nicht schlau, ne? Pilato braucht Sprit. So, dann fahren wir mal eine kleine Runde. Als erstes möchte ich schon. Ich überlege gerade, ob ich, um die Gegend hier ein bisschen sicherer zu machen, hier die Klinik oder das daneben liegende Gebäude, die Apotheke, claime. Weil wir dann hier auch noch eine Sicherheitszone hätten. Kugeln für einen Freund. Sprich mit Kim darüber, ihrer Gruppe etwas Munition zu geben. Ja, das können wir tun. Ach, sieht doch schon gar nicht mehr so schlimm aus hier. Zwei Freunde von vorhin, die Betrunkenen, sind auch weg. Ach, es sind gleich 6 Munition auf einmal. Wir haben jetzt nur noch 11. Oder war das? Ne, ist schon aktualisiert. Okay. Können wir ihnen aber geben. So viel Munition brauchen wir nicht. Wir verlieren aktuell auch keine, dadurch, dass wir Munitionsaußenposten noch haben. Apropos Außenposten. Den Mobilfunkmasten brauchen wir definitiv nicht mehr. Den können wir aufgeben. Und dann sollte uns ein Teil der Kosten auch zurückerstattet werden. Don't think that's gonna happen. Ja, wir haben 700. Das heißt, wir können sogar 2 Außenposten bekommen. Das heißt, ich werde die Hobson-Klinik hier vorne oder die Apotheke. Ich glaube, die Apotheke ist liegt. Ein klein bisschen günstiger beanspruchen. Und erst dann zu unseren Freunden fahren, um da sind doch auch welche drin. Deshalb nicht ausgestiegen. Erstmal warten, was die Umgebung so macht. Are there any helpful people in the area? I could use an assist.
das auch schon tobsüchtiger schnell beanspruchen. Alright, we got a new outpost ready for business. That said, I think it'd be worth spending some time improving it. Wird trotzdem gern. Well, that ain't half bad. Take out the nearest play card, this might just clear up. As long as I'm so, schnell weg. Außenposten haben wir. Medikamentenverluste damit auf einen pro Tag reduziert. Jetzt haben wir die Munition ja nicht mehr auf dem Rücken und. That's gonna slow me down. So, sie sind im Moment freundlich. Einen Status besser geht und diesen besseren Status bekommen wir. Damit bekommen wir auch einen Alliierten-Bonus. Ihr erinnert euch, die Nachbarn geben uns Bed and Breakfast. Was kriegen wir hier? Jogging-Kumpels, Ausdauer und Cardio-EP. Ist okay. Ausdauer-Bonus ist immer gut. Ihr müsstet es auch sehen, unten links, der Ausdauer-Balken, der blaue, müsste hochgegangen sein. Wie groß ist denn der Bonus? Aktive Effekte. Da, maximale Ausdauer plus 25. Nein, gleich wieder aussteigen. Hier gibt es noch was mitzunehmen. Bei dem Schuppen drüben können wir auch noch gucken. Tüte mit Kautabak, die können wir auch gleich an die Jungs hier verkaufen. Die stehen da bestimmt drauf. Und auch Kim. Kim mag bestimmt Kautabak. I guess this doesn't suck. Materialien, hervorragend. Wir müssen nochmal in die Basis reingucken, denn man hat 15 Minuten lang einen Buff bei der Geschwindigkeit zu bauen. Wir haben noch 14 Materialien, das reicht für nichts mehr. Selbst das Lager aufzuwerten kostet mehr Materialien. Ja, dann geht da gar nichts, bis wir mit diesen Materialien nach Hause zurückgekehrt sind. Was wir aber machen können, wir könnten nochmal gucken, haben wir noch irgendwelche Mods, die wir installieren können? Benzintank, Wachturm, 15 Treibstoff, wenn Strom vorhanden ist. Wollen wir uns zumindest für kurz erstmal einen Generator bauen? Generator.
13. Ne, dann geht zu weit runter. Dann fangen sie an, Malus zu bekommen in der Moral. Weil dort die Vorräte knapp werden. Keine Lust. So, jetzt wo wir aber hier sind, können wir nochmal gucken, was die zu handeln haben. Wir haben hier ja den wunderbaren die Tüte mit Kautabak. Heutzutage keine ekelhafte Angewohnheit mehr. Das mag ich bezweifeln. So, was haben die? Sprit nehmen wir auf jeden Fall. Der Rest interessiert mich nicht. Meine Tante ist eine Prepperin. Die Quest gehen wir jetzt an. Was war die andere? Kriegsherr. Die fangen müssen wir auch unbedingt machen. Denn unsere Vorräte. Ja, Lebensmittel. Ja, da hat uns irgendjemand Lebensmittel geklaut. Und das ist natürlich nicht tolerierbar. Aber für die Quest müssen wir auch unseren Kriegsherrn oder unsere in dem Fall Kriegsherrin sein, den Coley. Bei uns Anführertyp Kriegsherr. So, das ist diesmal ein geschlossenes Haus. Das könnte ein bisschen ekliger werden. That looks like the right place to search. Huh. Da habe ich auch schon einen Screamer gesehen. Behandlung zu geben, aber da ist mehr als einer drin. Ich vermute mal drei aufgrund der Lautstärke. Somebody better keep the damn mouth shut. Maybe you should just go ahead and get over yourself, huh? Eisfisch hat einen Streit angefangen. Da kommen die anderen. Komm, lass hier auch noch die Treppe runterkommen. Hervorragend. Zwei für einen. Also wenn man die Möglichkeit hat, die Infektionsherde mit dem Auto zu erledigen, dann keine Scheu, immer drauf da. Ups, die habe ich ja beide verfehlt. Das war auch ganz hervorragend. Da kommen ja immer mehr, also. Das war der Infektionsherr. Du hast schon gar nicht mehr dazu gezählt. So, auch hier, obwohl wir hier noch niemals waren, 5 von 10 Container. Auch dieses Haus war also schon an sich gelootet, als die Karte generiert wurde, aber die 2 Container sind jetzt von der Quest. Blutige Nachricht. Eine blutige Nachricht in Stichworten. Viele Akronyme und Zahlen. Ich nehme erstmal die anderen beiden und durchsuche erstmal den letzten Container. Denn der steht ja hier wirklich gut vorne, gut erreichbar. Armbrustbolzen, Wanderrucksack, braune Tarnung, immer den, der ist von deiner Tante, Baker.
Hilfe. 4 Bolzen, um einen einzigen Screamer umzulegen. Nee. Vielleicht sind ein paar von denen rettbar. Ist es wert, darum zu kämpfen? Nein. Okay, found it. Wir verschwinden jetzt von hier. I found one of my aunt's prepper plans. It's in code, but if I decipher it, maybe I can figure out where she went. Und da ist auch noch irgendwo ein Feral und damit ist die ganze Sache jetzt vom Tisch. Lass den Bolzen, der da lag, Bolzen sein. Und ich fahre erstmal wieder zurück Richtung Basis. Oh, hier ist ein Norma. Das ist auch gut. Interessiert mich ja schon, ob da was im Kofferraum ist. Die fangen gerade an zu schreien. Wie entwickelt sich die Gegend, ist jetzt die Frage. Na komm, spring auf die coole Haube. Ich will so gerade gegen die Felsen da fahren. Oh, auf den können wir auch gleich nutzen. Nee, ich will das will auf jeden Fall nicht, dass diese Quest abläuft. Deshalb fahre ich jetzt schnell zurück. Bin auch wieder reingelaufen, danke dafür. Und wechsel auf Coley. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. With the play card basically next door. Packsäcke lasse ich im Rucksack, im Kofferraum, denn wir haben noch Charaktere, die noch kein maximales Ansehen haben und die können die einlagern. So, wechseln auf Coley. Sprich mit Marsh für diese Quest. Er ist mit unseren Lebensmitteln abgehauen und hat in den Wagenstellplatz gerannt. Aha. Wenn wir zulassen, dass uns jemand bestiehlt, hört das nie auf. Ich kümmere mich um den Dieb. Genau. So, Reise zum Wagenstellplatz, wo der Dieb zuletzt gesehen wurde. Das ist da. Aber das ist dann etwas für die nächste Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ansonsten macht's gut, euer Palzi.